Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney weiter. Wie ihr oben rechts seht, beim oberen Bildschirm, ich habe geschummelt, sprich ich habe meinen Spielstand neu geladen, weil ich habe es nicht eingesehen. Warum ich jetzt für das bisschen, naja, ausprobieren jetzt mich zusätzlich bestrafen soll oder so. Soll ja irgendwie vorangehen, ne? Deswegen, ich hoffe mal, das ist in eurem Sinne. Also, ich habe nämlich weiter ausprobiert. Ich habe nicht in eine Lösung geschaut oder so. Ich wollte jetzt wissen, einfach, wie man die Katze in das Gespräch hineinbeziehen kann. Weil darum scheint es ja irgendwie zu gehen. Und mir ist es tatsächlich gelungen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir greifen nochmal diese Aussage an. Sobald der Regen am Abend nachließ, kletterte ich die Holztreppen des Glockenturms hinauf und erwartete die Parade. Moment mal! Aber die Wachen, die den Eingang bewachten, haben euch nicht gesehen. Einspruch! Zitze. Sie konnten sie nicht sehen, da die Hexe den Unsichtbarkeitszauber wirkte. Ja, das ist wahr. So, und jetzt machen wir einfach mal einen Schwenk hier rüber zu Nora und befragen sie. Sekunde! Dürfte ich euch eine Frage stellen, Frau Nora? Frau Nora. Was im Namen dieser Stadt tut ihr da, Verteidiger? Hä? Ich hab nur... Nora ist Sophies Freundin. Also habe ich mich gefragt, ob sie nicht auch etwas beizutragen hat. Ob dieser kleine, flauschige Zeuge zur Aussage beitragen kann oder nicht, wirkt schon auf den ersten Blick sehr offensichtlich. Ist das so? Eine Katze fragen zu wollen, war wohl nicht die beste Idee. Wo ist Luke, wenn man ihn braucht? Wollt ihr etwas hinzufügen, Großinquisitorin Gloria? Ich habe mich lediglich an ein Märchen erinnert, das ich als kleines Mädchen hörte. Ein Märchen über Arcana. Die große Hexe wird stets von einer schwarzen Katze begleitet. Oder so ähnlich. Es scheint, in diesem Märchen steckte fürwahr ein Fünkchen Wahrheit. Es stimmt. Nora folgt mir immer. Immer? Oh, Nick, das bedeutet... Sie waren auch während der Tat zusammen. Jetzt, wo Maya es sagt... Glaube ich, dass ich damals tatsächlich eine schwarze Katze auf dem Glockenturm gesehen habe. Ach ja, Nora war mit mir auf dem Glockenturm. Euer Ehren. Ja, Verteidiger? Die Verteidigung beantragt, dass die Äußerungen Sophies der Aussage hinzugefügt werden. Nun gut, eurer Bitte wird stattgegeben. Zeugin, fügt eure Äußerungen bezüglich eurer Katze der Aussage hinzu. Sehr wohl, Hohes Gericht. Meine Katze Nora folgte mir, wie üblich. Moment mal! Also die Katze, Nora, sie folgt euch immer und überall hin? Nicht unbedingt immer. Aber wenn ich traurig oder sehr glücklich bin, oder wenn etwas Außergewöhnliches geschieht, dann ist sie immer bei mir. Ich weiß nicht mehr, seit wann, aber Nora ist mir eine liebe Freundin. Ist etwas nicht in Ordnung, Großinquisitorin Gloria? Es ist nichts. Wegen der Katze musste ich nur an den kleinen Hund denken, der Flamberg immer folgt. Ja, fass vor. Dieses kleine Fellknäuel ist ebenfalls richtig süß. Ich wette, Flamberg knuddelt ihn, sobald niemand zusieht. Als ihr den Glockenturm hinaufgingt, war eure Katze bei euch, nicht wahr? Ja, sie folgte mir auf leisen Pfoten. Sophie sieht glücklich aus, wenn sie von dieser Katze spricht. Und Gloria nicht so, weil sie genau weiß, was sie jetzt nämlich blüht. So, da haben wir unseren Beweis. Nora folgt ihr also wie üblich, ja? Joa, sieht ja irgendwie nicht so aus. Na gut. Einspruch! Es tut mir leid, Sophie.
Aber es gibt da ein Problem mit eurer Aussage. Ein Problem? Ihr seid doch am Abend den Glockenturm hinaufgegangen, nachdem der Regen aufgehört hatte, nicht wahr? Ja, ich glaube das, zumindest. Zumindest gibt es Beweise dafür. Meine Fußabdrücke auf der Treppe. In der Tat. Auf der Treppe wurden Fußabdrücke gefunden. Doch in dieser Zeichnung fehlt etwas. Fehlt? Was meint ihr damit, Verteidiger? Es gibt keine Pfotenabdrücke der Katze, Nora. Oh. Ihr habt doch gesagt, dass Nora euch gefolgt ist, oder? In diesem Falle hätten wir natürlich Pfotenabdrücke einer Katze auf den Treppen finden müssen. Ah! Einspruch! Ich hatte Hoffnung, ihr hättet etwas Gehaltvolles zu vermelden. Doch ihr macht euch lächerlich. Die Erklärung ist simpel. Die Katze kletterte wahrscheinlich schlicht auf die Schulter der Angeklagten. War es nicht so, Zeugin? Ja, Nora befand sich auf meinen Schultern, glaube ich. Sie mag keinen Dreck, also klettert sie auf meine Schultern, wenn der Boden schmutzig ist. Einspruch! Warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Ihr habt ausgesagt, dass die Katze euch folgte. Es ist... Einspruch! Ein unbedeutendes Detail, Verteidiger. Lass die Sache einfach auf sich beruhen. Einspruch! Es mag euch unbedeutend erscheinen, doch es kann weitreichende Konsequenzen haben. Es zeigt, dass Sophies Aussage unglaubwürdig ist. Was? Was wollt ihr damit sagen? Seit einiger Zeit hat Sophie nicht mehr mit ihren eigenen Worten ausgesagt. Alle wichtigen Teile ihrer Aussage stammen von Großinquisitorin Gloria. Sie ließ Sophie diese Sachen sagen. Einspruch! Behauptet ihr, dass ich, die Großinquisitorin, die Angeklagte dazu angestiftet haben soll, mein Eid zu begehen? Sollte dies nicht zutreffen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Nämlich, dass die Zeugin, Sophie de Narrateur, keine klare Erinnerung an die Vorfälle hat. Was redet ihr da? Die Zeugin soll sich nicht an das Verbrechen erinnern können? Sophie, könnt ihr euch wirklich daran erinnern, was geschah? Erinnert ihr euch daran, auf den Glockenturm gegangen zu sein? Oder an die Beschwörung des Feuerdrachen? Ja. Ihr sagtet ebenfalls, ihr erinnert euch an das legendäre große Feuer, das die Stadt bis auf die Grundmauern niederbrannte. Ja. Ja, ich erinnere mich daran. Es war jedoch vor langer, langer Zeit. Erinnert ihr euch gleich gut an beide Ereignisse? Erinnert ihr euch, diesen schrecklichen Feuerdrachen beschworen und euren eigenen Vater getötet zu haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin Arcana, oder? Ich erinnere mich an das große Feuer, nur... Warum kann ich mich an nichts erinnern, das gestern Nacht geschah? Euer Ehren. Die Angeklagte ist verwirrt und kann sich nicht daran erinnern, was wirklich geschah. Deshalb ist ihr Geständnis, die große Hexe zu sein, ebenfalls nicht glaubwürdig. Einspruch! Was soll das? Sie gesteht, Arcana zu sein. Einspruch! Ihre Aussage ergibt keinen Sinn. Ich bin mehr als nur eine Person. Wer ist diese andere Person in mir? Nein! Sophie!
Gerichtsdiener, trag die Angeklagte zur Notfallkammer. Das Gericht fasst die aktuelle Lage der Angeklagten kurz zusammen. Sophie, der Narrateur, wurde während der Befragung sehr aufgewühlt und verlor das Bewusstsein. Sie ist weiterhin ohne Bewusstsein, doch ihr Leben ist nicht in Gefahr. Zumindest bis zum Urteilsspruch. Kleiner Karlauer nebenbei. Glück gehabt. Ich war sehr besorgt. Nick, ich will jetzt nicht herzlos klingen, aber ist das nicht unsere Chance? Chance für was? Du weißt schon, Professor Layton sucht doch nach hilfreichen Hinweisen. Und jetzt ist es für uns einfacher, Zeit zu schinden, bis er hoffentlich mit Beweisen zurückkehrt. Maya hat recht. Das werden wir tun. Euer Ehren. Es ist unmöglich, den Prozess fortzuführen, während die Angeklagte nicht anwesend ist. Außerdem ist es möglich, dass jemand am Tatort die Angeklagte beeinflusst hat. Die Verteidigung beantragt eine Unterbrechung, um weitere Ermittlungen durchführen zu können. Was ist diesbezüglich eure Meinung, Großinquisitorin Gloria? Ich erkenne, dass der Verteidiger schlicht auf Zeit spielt. Sie hat mich direkt durchschaut. Jedoch stört es mich dieses Mal nicht. Natürlich gilt dies nur, wenn die Bürger dieser Stadt ebenfalls keine Einwände haben. Nun gut. Das Gericht vertagt sich bis morgen. Moment mal! Ihr Verteidiger, hört auf mit euren Albernheiten! Genau, genau! Aha. Ihr könnt euch nicht herauswinden! Genau, genau! Seit wann bist du eigentlich wichtig? Denn wir wissen alles! Genau, genau! Wir werden eure Schandtaten allen hier Versammelten offenbaren! So soll es sein! Ruhe! 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 Wenn jemand Ruhe geben sollte, so sind nicht wir es, sondern dieser Verteidiger dort. Hä? Und wer seid ihr eigentlich? Wer wir sind? Wir sind die, die den Glockenturm bewachen und schützen und dort außerdem Schutz vor Regen suchen. Wir sind die Glockenturmgarde, auch bekannt als die Wachen. Und ich bin ihr Anführer. Oh, stimmt ja. Der Kerl tauchte plötzlich am Tatort auf, als wir ihn untersuchen wollten. Ihr da! Ihr Verteidiger! Ja? Was sagtet ihr zuvor, als ihr die Verwirrung zu eurem Vorteil nutzen wolltet, ganz der räudige Schurke, der ihr seid? Ihr meintet, jemand am Ort des Verbrechens könne die Angeklagte beeinflusst haben? Die Wache befand sich am Ort des Verbrechens. Wollt ihr damit sagen, dass wir die Hexe beeinflusst haben? Nein. Nein, nein! Das ist absolut nicht das, was ich... Glaub bloß nicht, dass ihr uns zum Schweigen bringen könnt. Wir werden zu Wort kommen. Das werden sie. Egal, ob jemand es ihnen erlaubt oder nicht. Wir sind die heißblütigen Wachen. Voll glühender Gerechtigkeit und Pflichtgefühl. Unser Motto? Erfüllt, überlegen, glücklich. Wenn ihr uns nicht reden lasst, sehen wir uns leider gezwungen, Gewalt anzuwenden, um unsere Pflicht erfüllen zu können. Das Gericht missbilligt Gewalt. Aber wir wollen gleich eine Hexe verbrennen, yay. Er sagt's auch noch im nächsten Satz. Das Verbrennen der Hexen ist natürlich eine Ausnahme. In welchem Falle es wohl angebracht ist, ihnen ihr Recht zu reden zu gewähren? Hä? Ihr mögt dessen nicht gewahr sein, doch es ist nicht ungewöhnlich für Angeklagte, in diesem Gericht ihr Bewusstsein zu verlieren. Na, großartig. Lasst uns diesen tapferen Rittern Gehör schenken. Hören wir uns doch an, was sie zu sagen haben. Nun gut. Diese Ritter werden als Zeugen akzeptiert und sagen nun aus.
Bürger Labyrinthias, habt ihr die Worte des Richters vernommen? Der heutige Prozess ist noch nicht vorüber. Im Gegenteil, er ist gerade erst im Begriff, wirklich zu beginnen. Oh! Oh! Wohlan, Wachenhauptmann Haubert. Ihr dürft nun nach Herzenslust aussagen. Meine werte Frau Gloria, hab Dank für diese Ehre. Ich werde nach Herzenslust reden. Dessen könnt ihr euch sicher sein. Oh ja, vielen Dank, Gloria. Unser Plan hat nicht funktioniert. Naja, es läuft aufs selbe hinaus, oder? Wir schinden Zeit. Was kann der jetzt schon Großartiges sagen? Ernsthaft? Oh, bitte. Was zum... Oh, hallo. Einspruch! Moment mal bitte. Was soll denn das? Wir, die Wachen, verachten Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Wir sind friedlich, freundlich, hilfsbereit und eine Einheit. Wir sind gekommen, um diesen diabolischen Verteidiger, der die Hexe schützen will, aus dem Weg zu räumen. Wir werden kämpfen. Wir werden diese, unsere Stadt, vor den Fängen dieses niederträchtigen Verteidigers schützen. Ja, ja, ist klar. Habe ich da gerade gehört, wie etwas auf den Boden gefallen ist? Rühmenswerte Wachen, nennt uns bitte erst eure ehrbaren Namen. Na, was wird das jetzt wohl? Ich bin Wache Nummer 1. Ich bin der Chef und mein Name ist Haubert. Ich bin Wache Nummer 2. Mein Name lautet Lonzelat. Und ich bin Wache Nummer 3. Mein Name ist Balmung. Man sagt, dass Hunde die Bellen nicht beißen, aber ich beiße. Wache Nummer 4. Name Papalot. Ich bin Wache Nummer 5. Mein Name ist Zappelot. Und ich bin Ergebener der Liebe, die Wache Nummer 6. Mein demütiger Name lautet von Schlag. Ich bin der stählerne Engel, der die Wachen mit seiner Sinnlichkeit beehrt. Mein Name ist Dominika. Wagt es nicht, ihn zu vergessen. Ich bin nur ein einfacher Mann, der Dominikas Stiefeln demütig dient. Ihr dürft mich Zutritt nennen. Was zum Teufel? Wache Nummer 9, der Name ist... Was für ein Ding? Zwiebelfalltunf... Ich kann es nicht mal aussprechen. Zwiebelfalltunfunfugmel. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Und ich bin die Wache Nummer 10. Nicht mehr, nicht weniger. Nur eine Zahl. Es ist sinnlos. Das Gericht kann sich nun wirklich nicht all diese neuen Namen und Gesichter merken. Nun gut, ehrwürdige Zeugen, ihr mögt bitte über die Ereignisse jener Nacht aussagen, wenn es euch beliebt. Erzählt uns doch bitte alles, was ihr in jener schrecklichen Nacht saht. Oh wow, oh Gott. Ey, bitte. Zeugenaussage. Den Glockenturm bewachen. Wir haben den Glockenturm seit seinem Auftauchen bewacht. Niemand hat jeweils ein schlechtes Wort über uns verloren. Der Verteidiger versuchte den Beweis zu verbergen, dass das Mädchen die große Hexe ist, aber er legt uns nicht herein. Ob vor oder nach dem Regenschauer, wirklich niemand hat sich dem Glockenturm auch nur genähert. Doch plötzlich erschienen Fußabdrücke auf den Stufen des Turms. Als ich sie sah, dachte ich sofort, das muss die Hexe sein. Meine Augen, alles war unscharf. Deshalb begann ich zu zittern und mir wurde schwindelig. Der Regen hörte auf und ein wunderschöner Schmetterling erschien an unserer Seite. Regen ist abscheulich. Meine Stahlstöckelschuhe werden schmutzig und mein wallendes Haar verliert seinen Glanz. Ach, wenn ihr wüsstet. Diese Freude, wenn Dominika ihre schmutzigen Schuhe auf unseren Rücken abtritt. Das ist echt... Wow. Ich blieb da. Ich bin meiner Pflicht nachgekommen, als ich den Eindringling sah. Ihr müsst mir das glauben.
Unentwegt sinnierte ich über den Vorfall. Und ausgerechnet jetzt offenbart sich mir alles. Ich erinnere mich an nichts. Cool. Nun, dies kann man wohl wie folgt zusammenfassen. Ihr alle habt auf jeden Fall euer Bestes gegeben. Die Wachen haben sich beim Bewachen des Glockenturms seit seinem Erscheinen abgelöst. Nur eine Hexe hätte unbemerkt an ihnen vorbeikommen können. Ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Jedoch muss ich gestehen, dass etwas an diesen Aussagen meine Aufmerksamkeit erregt hat. Verteidiger. Ja, euer Ehren? Habt ihr möglicherweise einen wichtigen Beweis unterschlagen? Wie bitte? Aber, euer Ehren, warum sollte ich so etwas tun? Glaubt nicht, dass ihr mit... Aber ich habe es vergessen. Aus dem Schneider seid. Richtig, Hauptmann Haubert? Sehr richtig. Verteidiger, ihr und eure Kumpanen habt den Schauplatz des Verbrechens verunstaltet. Und wolltet zudem einen wichtigen Beweis an euch reißen. Was haben wir? Spricht er vom Anhänger? Aber zu guter Letzt haben wir ihn euch doch gegeben. Wir haben nicht versucht, ihn zu stehlen oder sonst etwas. Absurd! Wir sahen, wie ihr den Gegenstand in eure eigenen Taschen stecktet. Oh, stimmt ja, das. Der Beweis, den wir von euch erhielten, wurde der Inquisition übergeben. Wir haben unsere Bürgerpflicht getan. Dem ist doch so, werte Frau Großinquisitorin Gloria. Dieser Gegenstand. Was soll das sein? Oh, das ist doch der Anhänger, den Sophie, der Narrateur, immer trägt. Wir haben ihn auch gesehen. Das ist Sophies Anhänger. Sie verlässt ohne ihn niemals das Haus. Moment! Hat sie ihn nicht auch vorher getragen? Hä? Sie war es. Sie ging zum Glockenturm und setzte Hexerei ein. Ich fand die sympathischer, als sie die ganze Zeit Flammenberg, Flammenberg gerufen haben. Nun gut, dieser Anhänger wird als Beweis anerkannt. Nun, die Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt. Von daher ändert sich auch mit dem Anhänger recht wenig. Immerhin sollten nun alle Zweifel weggefegt sein, ob sie sich je am Ort des Verbrechens aufgehalten hat. Verflixt und zugenäht. Wären sie noch 5 Sekunden später aufgetaucht, hätten sie uns nicht den Anhänger nehmen gesehen. Oder, Nick? Naja, im Endeffekt läuft es doch jetzt auf selbe hinaus, oder? Der Anhänger kam zur Sprache, also... ist doch alles okay. Bist du noch wach? Oder schon am Träumen? Oh, keine Sorge, mir geht es gut. Kam es nur mir so vor? Oder wirkte Gloria jetzt gerade irgendwie so richtig nervös? Ja, eben drum. Weil Gloria im Endeffekt nämlich auch gar keinen Bock drauf hatte, dass dieser Gegenstand zur Sprache kam. Und jetzt kamen diese ganzen Volldeppen irgendwie und haben das Ganze, zur Sprache gebracht, beziehungsweise einfach vorgelegt. Das war so nicht geplant. Und wenn ich ihn mir mal genauer anschaue, dann kann ich schwärzliche Flecken auf dem Band des Anhängers erkennen. Gefunden am Tatort, das Band ist zerrissen und einige schwarze Flecken sind darauf zu sehen. Anhänger zu Gerichtsakt hinzugefügt. Verteidigung, ihr könnt nun mit eurer Befragung beginnen. Ernsthaft? Ich kann jetzt alle 10 Zeugen befragen. Den Glockenturm bewachen. Oh Gott. Wir haben den Glockenturm seit seinem Auftauchen bewacht. Niemand hat jemals ein schlechtes Wort über uns verloren. Moment mal! Könnt ihr mir den Grund nennen, warum ihr den Turm bewacht? Wie ihr vielleicht wisst, erschien jener Glockenturm vor 3 Monaten plötzlich aus dem Nichts. Er hat diese überwältigende Aura und er sieht so aus, als hätte er schon immer hier gestanden. Er ist ein schlechtes Omen. Dies ist das Werk der großen Hexe. Die Bewohner dieser Stadt fürchten sich vor dem Turm. Da habt ihr euren Grundverteidiger. Die Wache musste einschreiten, um ein Auge auf den Turm zu haben, damit die Bürger Labyrinthias sich sicher fühlen. Dieser Glockenturm ist übrigens mit 2 unheilvollen Ereignissen verbunden. 2?
Ihr solltet nicht danach fragen. Der Alchemist beging einige Tage nach dem Erscheinen des Turms Selbstmord. Sie meint wohl de Victoire. Und nun, dieses schändlichste aller Verbrechen. Der Mord am Schöpfer. Der Glockenturm ist verflucht. Und es ist der Fluch der großen Hexe. Möge der nächste Zeuge mit seiner Aussage fortfahren. Der Verteidiger versuchte, den Beweis zu verbergen, dass das Mädchen die große Hexe ist, aber er legt uns nicht da rein. Moment mal! Der Beweis, von dem ihr redet, ist dies hier, richtig? Ja, genau. Dies ist der Anhänger, den die Angeklagte immer trägt. Er beweist, dass sie am Schauplatz des Verbrechens war. Das Band. Es ist zerrissen. Natürlich ist es das. Sonst wäre der Anhänger ja wohl kaum zu Boden gefallen. Das stimmt schon, aber es muss einen Grund geben, warum es zerrissen ist. Es ging wohl nicht von allein kaputt. Ja, das stimmt wohl. Ja, Halunke. Oh, Verteidiger natürlich. Ja? Ihr nichtsnutziger Versager. Ihr tut es schon wieder. Ihr beschmutzt das Ansehen der Wache. Was? Jemand hat also den Anhänger vom Hals des Mädchens gerissen, hä? Und ihr besitzt die Unverfrorenheit, uns zu beschuldigen. Ihr wollt doch andeuten, dass wir es waren, oder? Nein. Nein, nein. Das habe ich nicht so gemacht. Wenn dieser Prozess vorüber ist, werden wir unseren eigenen Prozess haben. Und ihr werdet der Angeklagte sein. Ein Grund mehr, diesen Prozess so sehr in die Länge zu ziehen, wie es nur geht. Ob vor oder nach dem Regenschauer, wirklich niemand hat sich dem Glockenturm auch nur genähert. Moment mal! Seid ihr euch da sicher? Aber natürlich! Und übrigens, ich will ehrlich zu euch sein, seit ich begann, den Turm vor einigen Monaten zu bewachen, seitdem kam niemand, verdächtig oder nicht, dem Turm nahe. Niemand außer uns. Wirklich? Niemand nähert sich uns auf ein Schwätzchen, wenn wir dort Wache stehen. Fast so, als wären wir nicht da. Es ist dort so einsam, so trübselig. So ist es, trübselig, einsam. Ihr habt ja keine Ahnung, wie traurig es ist, diesen Turm zu bewachen. Es ist sehr traurig, oh ja. Man sollte doch meinen, dass sich jemand für einen verdächtigen Turm interessiert, aber niemand tut es. Ist Ihre Aufgabe eigentlich nicht eh, die Leute vom Glockenturm fernzuhalten? Nun, die Wache hat also niemanden den Glockenturm betreten sehen. Und ihr wisst ja, was dies bedeutet. Aber die Fußabdrücke erschienen auf der Treppe. Doch plötzlich erschienen Fußabdrücke auf den Stufen des Turms. Als ich sie sah, dachte ich sofort, das muss die Hexe sein. Moment mal! Haltet ein. Ihr habt doch auch die Fußabdrücke auf der Treppe gesehen. Ja, matschige Fußabdrücke einer Person, vom Eingang bis ganz nach oben. Die Fußabdrücke, die ihr gesehen habt, stimmen sie mit denen auf dieser Skizze überein? Sollten dies die Fußabdrücke sein, die wir am Turm fanden? Ja. Und wann habt ihr diese Fußabdrücke bemerkt? Nach dem Regenschauer, doch eine Weile vor dem Zwischenfall. Eine Sekunde, Papalott. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ihr mir dies berichtet habt. Ja, das ist wohl richtig. Ich habe es nicht berichtet. Warum nicht, Papalott? Gerade ihr, der seine Pflicht ernst nimmt. Zumindest im Vergleich zum Rest. Warum habt ihr mich nicht benachrichtigt? Das sieht mir gar nicht ähnlich, oder? Ich bin mir sicher, ich hatte einen guten Grund für meinen übersehenen Bericht. Es ist zwecklos. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich könnte mich erinnern. Jemand müsste mir nur ein Stichwort geben. Na, dieser Kerl. Der ärgert uns doch nur. Wir können nur hoffen, dass er sich noch daran erinnert. Seine Aussage hat uns immerhin neue Informationen geliefert. Der Täter betrat den Glockenturm
kurz nachdem der Regen aufgehört hatte. Wussten wir das nicht eigentlich schon vorher? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Gut, uns stehen noch, ich glaube, 6 Zeugen bevor. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle gerne eine Pause einlegen und dann führen wir die Befragung hier beim nächsten Mal fort. Das wird wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe jetzt schon 10 Zeugen auf einmal. Warum? Ich meine, es mag irgendwie witzig sein, ne? Aber mir graut es jetzt schon irgendwie vor der Auflösung, beziehungsweise vor dem, was ich machen muss, um das Ganze aufzulösen. Na gut. Wird schon schief gehen, hoffe ich, denke ich. Für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.